Es hat Sicherheitsaspekte und es ist auch einfach ein Leistungslevel, was man erreichen muss. Das heißt, einer dieser Kämpfer hier hat Stand jetzt die neuesten Kämpfe. Und Julia, kommt doch mal in die Mitte. Der Kämpfer ist besonders. Schutzvorrichtung im Oberkörperbereich bei dieser Dame. Diese Frau kämpft seit anderthalb Jahren bei uns in der Schule. Ausreichend gut, dass sie jetzt den 20. Kampf macht und anscheinend noch ein Stück. Der Mann sitzt auf ungefähr 70 Kämpfen, Vollkontakt vom Publikum, liegt ein kleines bisschen mehr als sie und ist scheiße dabei. Also ist klar, wer anzufeuern ist, ne? Lila gegen Schwarz. Hungerartig! Aber sie steht noch. 1-0 Orus. Hungerartig. Der erfahrene Kämpfer weiß, was er da tut. Öffnet ihre Deckung und schneidet zum Oberarm und zur Brust. 2-0. Sollen sie ihren 20. Kampf wirklich verlieren? Ja. Recht und die Pflicht, mit dieser Waffe zu kämpfen.